Mit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Killer Typ. Und ja, ihr seht es, Fortnite Battle Pass, Battle Royale Kapitel 5 Season 4 Absolute Doom offizieller Season Trailer. Ja, sie haben ihn jetzt rausgehaut. Ich bin gleich, nachdem ich aufgewacht bin, ans Werk gegangen, nehme jetzt auf gerade. Also ja, ich würde sagen, wir schauen ihn uns jetzt mal an und dann tue ich halt auf die einzelnen Szenen was dazu sagen. So, ist jetzt vorbei. Ich würde sagen, jetzt sage ich halt meine Meinung und was ich dazu sage. Und ja, dann geht's mal los. Zuerst sieht man natürlich halt die verwüstet, weil Redland Rick, Dr. Doom kommt und Pandoras Box öffnet. Dann sieht man einen Schild von Captain America. Und wer verbirgt sich hinter dem Schild? Jones. Der Skin, ich weiß nicht, was ich halten soll. Müssen wir ja dann noch schauen. Das ist, glaube ich, wenn nicht sogar mein Lieblingsort von den neuen Orten. Ein Gefängnis. Ich hoffe, das ist so im Spiel. Also wenn das genau so ausschaut mit auch Helikoptern, die vielleicht nur als unsichtbares Objekt da sind, dann wäre es schon geil. Oder halt so NPCs, die im Helikopter fliegen, wenn die dich mit dieser Lampe da hattet. Da sind ja so Lampen, wenn die dich entdecken, dann ist der Boss oder so auf euch aktiv. Ja. Aber ich sag, es ist ja bis jetzt eigentlich so gesagt ein Story-Trailer. Und dann kommt dieser Sprung, wo ich dachte, es ist jetzt aus, zum Gameplay-Trailer. Da seht ihr mit grüner Kraft, wer wird das sein? Dr. Doom. Hier seht ihr ihn auch nochmal komplett. Hier sieht man Mysterio von Spider-Man, aber da sieht man gefühlt 20 von ihnen. Und ja, aber das wird. Das sind nur Illusionen. Aber wartet. Ich wollte noch auf die anderen Skins eigentlich hängen. Da sieht man einen Strandmuskelkater, der irgendwie böse ist, obwohl Muskelkater eigentlich immer gut ist. Aber auch da, ich glaube, das ist sogar Wolverine. Also irgendwas mit Wolverine-Muskelkater. Das werden wahrscheinlich alles der Battle Pass Skins sein. Und diesen Charakter kenne ich jetzt gar nicht. Aber ist von X-Men auf jeden Fall. Ja, dann geht's weiter. Das haben wir schon gesehen. Das ist auch irgendwie geil, wo die komplette X-Men sich da mit Jones und da ist der neue Hope-Skin treffen. Hier sehen wir Hope, da ist ein Chat. Also sie bauen halt beide Seiten, bauen gerade ihre neuen Armeen auf, um sich dann zu bekämpfen.
Ich weiß aber nicht, ich glaube aber, er gehört zu Hope wahrscheinlich, weil er kommt da gerade aus dem Becken. Aber ich habe es eh schon gestern im Livestream gesagt, Peely, Wolverine kommt höchstwahrscheinlich nach dem Backbling. Hier sind nur noch andere Peelys, aber dem gibt es, glaube ich, gar nicht gut. Und da ist auch ein neuer Battle Pass Skin. Schaut aus wie Black Panther mit ich weiß nicht, Season 7, Chapter 1. Also, wenn ihr wisst genau, wie er heißt. Ah, Lux. Lux heißt er. Ja. Also, Lux, Black Panther. Weiter geht es dann. Da sieht man, dass die drei Leute. Da sieht man nochmal die Muskelkarte ein bisschen besser. Dann sieht man hier halt Mysterio. Und diese X-Men-Frau. Und das Schloss von ihm. Hier sieht man den kompletten Squad gefühlt der Avengers. Das ist auch ein neuer Skin. Aber bei der glaube ich nicht, dass die im Battle Pass kommt. Dann haben wir halt hier Jones. Der ist neu. Der Hope-Skin wird wahrscheinlich neu sein. Außer sie geben mir einfach eine neue Variante. Und da stürmen die zu. Und da sieht man die Bösen. Da waren eben im Vordergrund halt die, die mir vorstellen. Da sieht man auch die neue Iron Man, alte neue Iron Man Waffe. Und hier nochmal so die neuen Skin. Achso, ja, sie. Also da ist diese Lux, Black Panther, Jones, Hope. Die sind ganz neu, wo ich nicht genau weiß. Und Peely. Und hier sieht man die Mysterios, Dr. Doom. Und ich dachte halt, jetzt hier ist aus. Aber es geht noch weiter mit dem Battle Pass Gameplay Mechanic. Das ist natürlich der Schild, der einfach da mal vier Leute gefühlt noch abwehren kann. Dann die Fähigkeit von Black Panther. Der geht auch so komisch. Dann geht's weiter zur Fähigkeit von Iron Man. Die ist aber mal sowas von geil. Man kann fliegen, man kann den kompletten Blast raushauen. Man kann so auf den Gegner springen. Dann hier die Mysterios. Die, ich weiß nicht, ist das vielleicht so, man kann sich duplizieren. Kann das sein, aber halt nur, dass die Duplizierten nicht schießen. Vielleicht ist das so. Dann sieht man eine neue Waffe. Doppelte Maschinen, weil schau, da sind ganz viele und die schießen auch. Dann War Machine, den wir noch gar nicht gesehen haben, aber ich weiß nicht, ist der schon drinnen? Ich weiß jetzt gar nicht, Leute. Also entweder kommt er rein neu, ich glaube aber, er ist noch nicht drin, also wahrscheinlich wird War Machine in Battle Pass kommen. Oder auch in den Shop. Ich glaube eher Shop, weil, aber er hat halt eine Fähigkeit, die ich glaube sogar zu stark finde. Also ich glaube, das wird sogar die erste Sache sein, die sie dann nerven müssen. Da schaut, man schießt, dann das obere Geschütz da visiert ihn an. Und killt ihn. Dann kann er Kanonen. Und das wird auf jeden Fall, also War Machine und die Fähigkeit jetzt ist sofort überpowert. Es ist wie Kamehameha. Man kann halt oben komplett ihn hitten, aber der Strahl ist halt super gut. Und jetzt sehen wir nochmal absolut Doom. Warte, wir zählen jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also kommen alle Skins hier in den Battle Pass. Hope ist jetzt hier gar nicht dabei. Also wird es wahrscheinlich nur eine neue Shop-Variante werden von ihr. Ist auch okay. Also das sind ja die Battle Pass Skins. Geht es jetzt so weit? Ich weiß nicht. Nein. Okay, das war. Ja, Leute, hier seht ihr die erste Info. Train Return in Season 4. Ja, ist okay. Da ist noch eine sehr spannende Sache. Galactus ist Landmark in Season 4. Also er wird auf der Insel auch landen. Dann es gibt, da seht ihr es, doppelte, das war eh die doppelte SMGs, die Charlie Wolverine hatte. So, dann geht es hier noch weiter. Die Skins kommen zurück.
Und er wird wahrscheinlich reinkommen. Fish, Deadpool. Ich glaube Shop, weil er war jetzt gar nicht im Trailer. Die Scar kommt auch zurück. Da war nochmal von Hypex, dass er reinkommen wird. Ja, also. Nein, das war jetzt eigentlich mal so die wichtigsten Sachen, die ich jetzt mal so rausgefischt habe. Ja, und das ist eben das Logo, was ich euch ja heute dann im Live-Event nochmal alles zeigen werde. Da ist ja nochmal die neue Hope-Variante. Da ist das, also das Prison, das, also wird es wahrscheinlich, also das wird reinkommen. Und halt das Schloss von Dr. Doom. Das ist der neue Skin. Da haben wir gleich schon die ganzen Battle Pass. Also, das war Gwenpool. Dieser weiße Skin, den ich nicht wusste. Aha, okay. Okay. Ah ja, und Dr. Doom ist jetzt da gar nicht dabei. Ja. Wer ist aber Emma Forrest? Ist das Emma? Nein, das ist Gwenpool. Dann ist das der Emma Forrest. Also wenn das jetzt stimmt, ist Gwenpool zuerst, dann War Machine, dann Pilverine nennen wir ihn. Emma Forrest, Captain Jones, Mysterio, der jetzt auch hier gar nicht dabei ist. Also Mysterio und Shuri. Da war halt jetzt Dr. Doom, war jetzt gar nicht dabei. Also wahrscheinlich wird er dann der Bonus-Skin sein. Ja, also okay, dann habt ihr jetzt alle Infos eigentlich, die ich jetzt rauskratzen noch konnte. Weitere Infos werden natürlich in den Tagen noch folgen. Ja, deshalb liked auf jeden Fall und abonniert den Kanal, damit wir endlich das komplett alles herausfinden. Bei mir könnt ihr es wahrscheinlich sehr schnell rausfinden. Ihr wisst jetzt, gleich in der Früh aufgenommen. Also, ja. Dann würde ich sagen, tschüss.